Hallo liebe Simson-Freunde, heute mal in meinem Domizil. Das heißt, hi. Ach ja, hallo Steven. Hallo Thomas. Thomas kommt später. Thomas kommt noch, ja. Heute mal aus meinem Keller, wo so kleine Projekte passieren, was so noch nicht gezeigt wurde. Das ist mein TÜV-Projekt. Also Ziel der ganzen Geschichte ist große Zulassung. Ich schleiche schon mal ringsrum, du kannst ruhig weiterreden, wir hören dich. Ihr hört's mich? Ja, gut. Ja, und nachdem es da ein paar Anfragen gibt, nachdem wir den Motorhalter mal vorgestellt haben. Also jenes Teil hier. Wo man gesagt, wo ich mir gedacht habe, mei, kann man ja mal zeigen, sieht man vielleicht nicht unbedingt jeden Tag. Ja, sind wir dem jetzt mal nachgegangen und machen hier mal so eine kleine Bestandsaufnahme. Wie es denn jetzt so der Stand ist, wie es geworden ist bisher und was man alles jetzt so ja, schon sehen kann. Ja, also was mir auffällt, dein Motto ist blau. Ja, spielt sich mit dem Hellblau vom Tankset, glaube ich, ganz gut. Ich sehe sehr, sehr viele E-Loks-Teile. Also, und ich sehe sehr, sehr viel CNC. Also unter anderem so eine hübsche Gabeldurchführung, Combat-Klemmung. Dann unten für die Telegabel. Also, um da mitzureden, Gabelbrücke ist von PZ, CNC mit Gutachten. Gabelversteifung ist von CNC Bombast, wiederum mit Materialgutachten. Mhm. Da habe ich aber mit meinem Tüffler geredet und solange Materialgutachten in Kleinserie produziert wird, kann man das eintragen. Mhm. Ich glaube, die Leute wissen, was ich meine mit Kleinserie. Das muss auch irgendwo dastehen, ne? Kleinserie. Ja, das steht auch bei denen auf der Internetseite, dass die eben nur in Kleinserie produzieren. Und deshalb kann man das mit einem Materialgutachten eintragen. Ob das Ding jetzt eingetragen ist oder nicht, ob das jemanden ist ja jetzt nicht unbedingt so relevant, wie jetzt zum Beispiel eine Gabelbrücke. Mhm. Zum Beispiel. Ja, was ist noch? Machen wir mal von vorne nach hinten. Lenkeraufnahme ist beides von PZ, wiederum beides mit Gutachten. Mhm. Armaturen sind von Sepp, also zumindest Kupplungsarmatur ist von Sepp und Bremsarmatur ist von Brembo. Brembo, Brembo, scheiden sich wieder die Geister. Weil es eine für die Scheibe ist. Genau, das ist quasi Armatur für Scheibenbremse, komplett Armatur von Brembo mit Sepp-Hebel. Mhm. Wiederum auch mit, hört man's? Bremslicht halt eben, ist ja auch jetzt nichts Besonderes. Scheibe ist von? Scheibe selber ist von Ronge. Ist eine 280er Wave-Scheibe. Bremssattel wiederum auch von Brembo. Okay. Das ist jetzt das Einzige, wo es jetzt so direkt für Simson kein Gutachten gibt. Habe ich aber mit meinem Tüffler geredet, da das ein Namen oder einer der namenhaftesten Hersteller ist. Ist es mit Einzelabnahme dann auch möglich? Gab es Schwierigkeiten beim Einbau, Kombination, irgendwas? Nö, also die Telegabel ist von ZT, ist ganz normal die kurze Variante eben für Scheibenbremse. Mit ABE? Mit ABE. Danke nochmal. Danke an Jens. Ich weiß auch, wo es hinkommt. Ja. Und ja, man braucht halt die passende Adapterplatte von Brembo. Die kriegst du aber bei Ronge und dann ist da mit Kombinieren ist da eigentlich, gibt es keine Probleme soweit. Also wenn ihr irgendwelche Links, irgendwas braucht, einfach bei mir in die Kommentare reinschreiben, ja. Beziehungsweise einfach anschreiben über Simson an zweitakter@hatmalnefrage.de und dann kriegt ihr die Informationen, was man da kombinieren muss, was man bestellen muss. Wie gesagt, wir haben das jetzt einmal durch oder Tobi hat es einmal durch. Also ich kenne mich da ja auch noch nicht so weit aus. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir so extrem gehen. Und ja, das ist Tobi sein Ding und da
Da haben wir jetzt gesagt, wir ziehen das jetzt mal durch und informieren euch natürlich darüber, was wir machen. Da hast du gesagt, die... Ich muss noch vorweg was sagen, nicht, dass böse Kommentare kommen. Mhm. Hier, weil blaue Schrauben drin sind, ne? Ja. Sind keine Aluschrauben. Mhm. Ist aus Titan. Also das ist ein Satz Titanschrauben mit Materialgutachten. Also die haben eine Zugfestigkeit, um tragende Teile anzuziehen. Weil hier, also so blöd bin ich auch nicht, dass ich hier Aluschrauben reinschraube. Also. Ja, also wissen wir ja, gab es ja schon mal von genauso zwei wie hier Ratgeber. Oben. Hier oben sind auch blaue Schrauben drin, aber sind aber Titanschrauben. Also alle tragenden Teile, was halt wirklich was machen, geh mal da hoch, guck mal da oben rauf, sind Titanschrauben. Das ist jetzt was anderes, wie zum Beispiel... Also hier an der Gabel dann, hier die hier auch? Nee, das ist bloß Zierde. Das ist Zierde. Aha. Das sind so Abdeckungen. Aha. Du hast da aber quasi, du kannst die Gabel oben aufmachen mit einem großen Imbus. Ja. Da ist quasi ein Imbus drin und unter dem Imbusanschluss ist ein M8er Gewinde. Stimmt. Du kannst hier quasi so Kappen drauf tun, genau. Dass es einfach schöner ausschaut. Das ist schön. Das ist einfach nur. Das ist nur, das hat keinen Nutzen und keinen Zweck. Das schaut einfach nur schöner aus. Genau. Dann haben wir hier Elux-Schrauben drin. Also das werden ja auch nicht die zugfesten sein. Das ist einfach. Nee, das ist Alu. Das ist einfach bloß, dass das Loch zu ist von dem. Deko-Schrauben. Da sehe ich hier sehr, sehr viele dran. Also du hast ja da, also überall, wo geht, hast du irgendwie, also hier an den ganzen Lenkerarmaturen, du hast auch eine andere Lenkerarmatur, sehe ich gerade. Hier sind auch überall blaue Schrauben dran. Hier am Tank ist auch blau. Also das ist, ja, ziemlich viel, das Motto blau aufgegriffen. Guck mal da. Da ist auch blau. Ist aber nur eine Beilagscheibe. Hier kommt blau. Also ja, wie gesagt, Beilagscheiben sind hier auch jede Menge. Hier hast du vergessen. Nee, doch, ist auch eine. Gibt's gar nicht. Sogar am Schmutzfinger. Also, ja. Gut, okay, weiter im Text. Ja. Ich war jetzt gerade abgelenkt. Dann, Tittenlampe ist ganz normal H4. Hast du bestellt bei AKF, glaube ich? Nee, bei... Oh, lass mich lügen. Kult Moped, glaube ich. Bei Kult Moped, weil die schon vormontiert ist. Vormontiert ist. Dieses Zinnober nicht mit dem. Gibt es bei Osteoase auch, aber bei Osteoase muss man es bearbeiten. Und genau. Ja, ich habe das jetzt letztens gemacht und habe das jetzt auch eine gebaut. Also geht. Die Schläuche hier, die Tipp von mir, gell? Oder? Ja, da ist noch ein bisschen. Ja, jetzt mittlerweile ist nicht mehr viel da von dem Zeuge. Aber das schaut sieht einfach bloß das Schöne aus. Also das ist einfach so. Da kriegst du alles möglich durch. Also ah, das ja. ist schön. Ich habe mir heute erst wieder was bestellt davon. Felgen, falls Fragen gibt, ist vorne 1,85 und hinten 2,5. Steht es auch irgendwo drauf? Auf der anderen Seite, wenn ich mich ganz täusche. Ich glaube auf der anderen Seite. Ja, da steht es sogar irgendwo. Und hier steht es auch auf der Seite. Wieso steht es dabei? Hä? Achso. Gut. Ja, weil vorne hier steht es 2,5. 2,5 mal 16 und... Reifen... sind hinten Mieters, da unten steht es. 80, 90, ja, ich komme gerade. 90, 80. Und vorne 80, 80. 80, 80. Also wir haben hier ein bisschen Mischbereifung drauf. Antrieb hast du 38 Zähne, okay. Ja, Ritzel ist hinten 38, ist ein verstärkter. 420er? Ja, ist ein verstärkter Mitnehmer. Auch der Mitnehmer ist auch von PZ. Der hat auch diesen verstärkten dreiteiligen Mitnehmergummi hinten drin. Mhm. Dämpfer sind von ZT, sollten glaube ich jedem irgendwo mal bekannt sein, ist jetzt nichts Besonderes, haben halt einfach nur ein Gutachten. Das Ding hier hinten ist Zierde, ne? Nee. Okay. Ist mit Zisch. Ist mit Zisch, okay. Ist ja bei manchen, die haben es ja schon abgesägt, ne? Da kein Durchgang gewesen. Dann Schwinge ist auch von ZT mit Gutachten, ist auch nichts Besonderes, kennt man heutzutage eigentlich auch schon so. Oben liegt ein Bremshebel, glaube ich, sollte wie auch. Wie werden die gemacht? Gibt es die so zu kaufen oder muss man sich den hier abtrennen und schweißen? Kann man beides machen. Du kannst ihn komplett kaufen oder du kannst dir nur das hier kaufen und hier anschweißen. Okay, und das funktioniert? So. Wenn man schweißen kann? Wenn man schweißen kann. Ist halt notwendig für den da. Dieses hier. Verstehe. So ungefähr irgendwann mal, ja, denke ich. Für Krawall. Ja. Halterung ist extra dafür da? Also das ist die Halterung hier, das gibt es auch so zu kaufen, ist bei jedem Auspuff auch eigentlich mit dabei. Schwingebolzen ist gehärtet und ich glaube 15,
Zentimeter oder 15 mm länger? 15 cm nicht, weißt du, wie viel das ist? 15 mm, meine ich doch. Mein Gott. Ja, ja, da kannst du Fuß draufstellen. Damit du halt Enduro-Streben, den Halter und den ganzen Blödsinn hier noch mit drauf kriegst. Genau. Sehe ich gerade, Stützen, Obergurtstützen sind die S50-Stützen. Mhm. Dann hast du die Streben hier mit... Mit Lenkanschlag, ja. Lenkanschlag. Mit Gutachten. Mit Gutachten, mit Nummer. Von Sachsen Moped. Von Sachsen Moped. Ja. Tankset ist lackiert und einlackiert. Simson. Mhm. Also das ist alles einlackiert, das ist Wasserabziehbild und einlackiert. Sehr schön. Mit dementsprechenden Pinöpel, Schnellverschluss. Mhm. Herzkasten ist dementsprechend ein bisschen bearbeitet. Was heißt ein bisschen? Ja, also ein bisschen ist gut, ne? Also was da mal drin war, ist nicht mehr. Ja, also ich habe diesen Steg hier komplett rausgenommen, mhm, mit dem Dremel. Hab das hier aufgemacht, dass ich da einfach mehr Platz habe, wenn ich Vergaser ausbauen muss oder nicht. Und habe 1, 2, 3, 4 extra Löcher reingemacht. Mhm. Gut, dann war ja die Frage, CNC gefräste Motorhalterung. Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten beim Einbauen? Also jenes Teil hier, gibt es da Schwierigkeiten, wenn man das einbauen will? Nee. Also Plug and Play wie die alten oder beziehungsweise die anderen auch? Vom Einbauen her gibt es nichts Spezielles, wo man eigentlich drauf achten müsste. Ihr müsst eigentlich bloß darauf achten, dass ihr die Schrauben hier einklebt. Dass die mit mittelfest Loctite fest sind. Hast du die nicht in blau gemacht? Ja, weil das auch ein tragendes Teil ist und Titan ist teuer. Also, ich wollte nur... Ich wollte nur mal sagen, die vier Schrauben hier oben, nur die vier Schrauben, kosten 54 Euro in Titan. Gut. Nur mal so nebenbei. Naja, da hätten es die jetzt, also... Ja, also ich habe jetzt... Er hier ist noch nicht festgeschraubt. Ja, das brauchst du ja auch noch. Das ist ja auch noch... Weil wenn du Motor zusammenbaust, muss ja hier ein bisschen Spiel noch da sein, weil sich das also noch ein bisschen bewegt. Er ist noch locker. Schwinge ist fest. Und er ist, ja, wie gesagt, Motor ist halt noch nicht eingebaut, ist ja logisch. Es gab die Frage, ob da hier drin das Loch ist oder nicht, aber ich sehe jetzt, du hast hier den Halter benutzt, also für den zusätzlichen Bremslichtschalter. Jo. Ich sehe auch, du hast einen ganz schön starken Bremsgestänge. Bremsgestänge, genau. Jo. Bremsgestänge heißt, mit Kugelkopf. Jo. Ist ja extrem dick, fett. Ja, auch die Bremsplatte hinten ist CNC. SH Tuning. Mit einem CNC gefrästen Bremsnocken. Von ZT. Hebel. Mit Gutachten. Mit Gutachten. Alles Gutachten. ZT baut gute Sachen, ne? Die haben überall ein Gutachten drauf. Genauso wie hier auch. Haben sie auch ein schönes Gutachten dazu. No. Ja. Sogar ein CNC Zündschlüssel. Hast du auch. Und Thomas hat letztens die Elektrik gemacht, ne? Sollen wir mal zeigen, oder? Ja. Also wir haben ein Original DDR-Schloss wieder eingebaut. Da ist ja gar nichts drin. Wieso denn? Das ist ja übersichtlich. Das ist alles unterm Tank. Ha, guck. Hupe ist auch unterm Tank. Aha. Ja, da ist eigentlich nicht so viel drin. Ja, also das habe ich schon wesentlich voller gesehen. Hättest du eigentlich, na gut, das brauchst du nicht drüben nicht, ne? Die ganze Luftgeschichte drüben. Nee, also das, was drin ist, ist eigentlich mir schon zu viel, was drüben drin ist, aber... Ja, Langtuning hat ja gesagt, da drüben möglichst frei, nichts reinmachen. Ja, aber... Das sollte man... Ich glaube, es geht. Ja, setzt die Karre jetzt unter Strom, oder? Jetzt setzen wir mal Strom drauf, ja. Damit wir mal zeigen können, was so bis jetzt funktioniert. Ne, nachdem Thomas dran war, müsste eigentlich alles funktionieren. Also, du kannst ja mal einen Tacho filmen, der macht jetzt auch gleich was. Wo ist es? Wo ist er denn? Ach ja, Koso-Tacho. Ach, siehste, guck. Haben wir ja noch gar nicht gesagt. Koso-Tacho, aha. Der macht dann hier den hier. Ja, macht er jetzt Faxen? Der macht Referenzfahren, glaube ich. Dann hast du bei dem Tacho auch eine Blinker-Kontrollleuchte. Ja, cool. Für links und rechts natürlich. Moment. Blinker, aha, geht natürlich auch. Ochsenaugen. Genau. Die coolen, die kleinen von? Kellermann. Kellermann, das gute Zeug, ne? Also die Blinker sind von Kellermann, ja. Ja.
Dann haben wir natürlich, also nochmal, der Schalter hier ist ja auch ein bisschen was anderes. Ja, genau. Du hast halt hier Blinker, links, rechts, ja, ganz normal. Du hast deine, Achtung, ist glaube ich laut. Ja, ist laut. Signal on. Deine Hupe, das wäre theoretisch noch ein Kill-Switch. Der ist jetzt soweit nicht angeschlossen, weil es einfach für mich, ich drehe den Zündschlüssel rum und dann ist es aus. Aha. Und oben hast du halt Abblendlicht und Fernlicht. Cooles Teil. Und auf Schalterstellung 1 ist eben Zündung, Tacho, Blinker, Bremslicht, theoretisch eigentlich auch, wenn du mal... Ah, fahren wir mal ganz schnell nach hinten. Oh ja, geht. Bremslicht geht auch. Rücklicht müsste theoretisch auch gehen. Auf 2. Ja, auf 2, Rücklicht geht. Schalterstellung 2 ist Licht, ganz normal. Ja. Da geht halt dann Abblend und... Ui, hast du alles auf Batterie geklemmt? Fernlicht, ja. Wow. Und warum? Schalterstellung 3, weil da noch LED reinkommt. Ah, da kommt noch LED rein. Und Schalterstellung 3 ist Standlicht. Okay. Vorne wie hinten. Okay, ich dachte, du hast jetzt da eine extra Zündanlage, die das halt nicht hergibt. Nicht so viel Ladestrom herbringt. Mit LED geht's aber. Mit LED geht's. Und wann fahre ich schon mit Licht? Jeden Tag, weil ist Pflicht. Naja. Vorne immer. Stimmt, muss man ja immer mit Licht fahren. Mhm. Aber wenn es läuft, dann geht das Licht auch. Also nimmst du LED-Birndeln dann her? Genau, da gibt es von Osram oder Philips gibt es welche mit Gutachten. Mm, okay. Also eine H4-LED-Birne für Motorräder. Zwar nicht in dem Gutachten, steht nicht Simson drin, aber das ist mit meinem TÜVler dann schon soweit abgeklärt. Also der hat grünes Licht gegeben. Genau, also das ist jetzt schon mal so weit, wie es erstmal steht. Motortechnisch bist du eigentlich soweit auch ganz gut unterwegs. Motor können wir gleich mal. Wir haben ja hier noch was drunter, was man ja, ja. Deshalb spreche ich es doch an. Also. Ihr müsst mal gucken, also Tobi ist ja immer so. Also bei mir ist das nie der Fall, also dass man da extra unten zuschraubt. Ja, der ist halt einfach nur zum Schutz drauf. Was? Zum Schutz? Ja. Da ist doch nichts drin, oder? Ah ja, ein bisschen was vielleicht noch, so wie es ausschaut. Ah ja, eine Pfütze ist noch zusammengelaufen. Hm. Kost mal. Ist es Parfüm oder was ist es denn? Ja. Hm. Herrenparfüm. Das gute Simson Herrenparfüm. Ein bisschen was ist noch zusammengelaufen. Naja. Ah, oh, ein schönes Babyblau. Warum bist du jetzt auf S50 Design gegangen? Vom Tank her, weil das ist ja der S50, genauso wie der hier auch. Weil es schon so war. Weil es schon so war. Ich dachte, du hättest es neu gemacht. Nee. Hast nur poliert nochmal, oder? Ja, noch nicht. Noch nicht. Ja, man noch. Sieht noch leichte Kratzerchen. Ja, ich sehe hier leichte Kratzer drauf. Ne? Also, ja, gut. Also ich hab meine Poliermaschine im Moment verliehen. Okay. Das heißt, die ist gerade nicht im Haus. Gut, jetzt lüfte mal hier. Ich bin ganz, ganz hibbelig. Also mir erst Motor zeigen, aber ich kann erst mal einen Motor zeigen. Der steht in einer kleinen Kiste. Das ist ja nicht nur ein Motor, das ist ja schon ein gewaltiges etwas. Also wow. Also der verspricht auf jeden Fall. Ja, ist ein 110er Membraner, Rotzylinder von ZT, bearbeitet von MSG. Also du kannst den Zylinder entweder bei ZT nur im Komplettmotor kaufen oder du kannst ihn als Rotzylinder kaufen, unbearbeitet. Und der ist als Rotzylinder rausgekommen und wurde von MSG Tuning bearbeitet. Mhm. Ja, ist ein 34 mm Flachschieber von Polini, also ist ein Original Polini sogar drauf. Großer Membrankasten, V-Force 3 Membran, Ronge 5-Gang-Getriebe, verschraubter Schaltwalzenbolzen, ZT-Schalt, wie heißt dieses komische runde Ding mit den Zacken hinten dran? Die Schaltwalze? Ja, ist von ZT. Mhm. Ist eine MVT-Innenrotor-Rennzündung drin.
Sieht man jetzt leider nicht, aber nee, glauben bald. Wir auf jeden Fall. Bald sieht man es. Ja. Den habe ich auch noch nicht in der Optik gesehen. Ja, das ist zum Verschließen, das ist ein CNC-Stopfen. Ja, CNC-Stopfen, der ist auch CNC, also den ja, kennen wir schon. Den habe ich schon mal eingebaut. Kupplung ist im Momentan eine 6 Lamellen von ZT, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, drin. Ich habe aber... RZT. Nee, ist nee, ZT. ZT, okay. Ich habe aber eine bestellt, die ist aber noch nicht da. Ich habe noch nicht mal einen Lieferschein. Das ist die RF7, FR7 von PZ Tuning. Die ist quasi gleichgestellt mit einer Ronge K7. Mhm. Das heißt, das ist keine Tellerfederkupplung mehr, sondern eine Spiralfeder, wie bei den M53 Motoren. Mhm. Quasi sowas hier, aber halt nicht mit diesen kleinen Stiftelchen, sondern mit Schrauben von oben. Mhm. Kann man ja mal einblenden. Ist ja. Auf jeden Fall kommt noch eine 7 Lamellenkupplung rein. Aber die ist momentan noch nicht da. Ja, und damit man dann die ganze Kupplung und Zündung und sowas natürlich auch so ein bisschen betrachten kann, kommen die drauf. Auch alles CNC und auch mit dem Motto Blau wieder. Geiles Zeug. Das ist auch vom PZ. Genau. Man kennt's. Das ist von PZ. Aus dem Ganzen gefräst. Das ist quasi hier so ein kleines Schauglas drin. Schauglasoptik, ja. Und ist quasi aus dem Vollen gefräst. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Simmering. Den habe ich noch nicht. Kommt dann spezieller rein? Ein blauer. Nee, da kommt eigentlich genau das Gleiche rein, was du in jeden anderen Deckel auch also reintun kannst. Da musste ich leider Gottes ein bisschen bearbeiten. Das hier musste ich selber reinmachen. Thema ist, weil er hier normalerweise zumacht. Mhm. Das heißt, du kriegst Zündkabel, oder nicht Zündkabel, die Kabel von der Zündung kriegst du hier nicht mehr nach hinten raus. Das heißt, du müsstest theoretisch hier nach oben gehen, hier rauskommen. Mhm. Das hat aber allerdings für mich ziemlich scheiße ausgeschaut. Deswegen habe ich das so gemacht, dass ich mit dem Kabel hier hinten vorbeikomme und es dann so verlegen kann wie mit dem Originaldeckel. Okay, aber dann wird er hier hinten nicht festgeklemmt, ne? Also da musst du drauf achten. Der wird so nicht geklemmt, nee. Aber das, wenn ich im Herzkasten fest hat, dann wo will er denn hin? Mhm. Also. Ja, zur Not schreddert es dir das halt über die Kette. Ja, das mache ich schon irgendwie fest. Wenn ich probiere es ja erstmal, wenn es wirklich rumschlabbert, dann muss ich halt da vorne rausgehen. Das ist ja jetzt, steht ja jetzt alles noch so ein bisschen in den Sternen, weil es ist Learning by Doing. Ich habe es ja auch noch nicht so oft gemacht, die ganze Gaudi hier. Ich habe stellenweise zwischendrin auch mal gesagt, scheiß Tuning, das Einstellen hinterher, das ist immer zum... Zum Thema Einstellen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir das nicht können oder nicht schaffen würden, aber ich wohne in einer Gegend, wo ich jetzt nicht unbedingt einen Feldweg schnell mal zur Verfügung habe. Ich wohne in der Stadt, ich habe viele Nachbarn, ich habe viele Häuser um mich rum. Und der Motor, wo ich ihn gekauft habe, war auf absoluten Krawallmodus eingestellt. Das heißt, der wollte eigentlich nur Vollgas. Andersrum, untenrum ging nichts, mitteltourig, du konntest nicht mal schön 60 fahren, ohne dass der Membranflattern des Todes hatte und hinten rausgeschossen hat. Also der war wirklich, das hat mir aber der Vorbesitzer auch gesagt, dass der auf Krawall eingestellt ist, eben mit der Zündung, mit der Vergaseeinstellung und alles. Ist natürlich in einem TÜV-Moped nicht so optimal. Und ich habe hier jetzt nicht die Gegebenheiten zu sagen, ich fahre das Moped warm, stelle das ein, tue hier rum, fahre Testfahrten und hin und her. Natürlich alles mit einem 50er Daval kann ich nicht bringen. Das heißt, der Motor geht so wie er ist mit dem Auspuff und Vergaser zu PZ. Die haben einen Motorprüfstand und da wird der Motor nach meinen Wünschen quasi eingestellt. Der wird von den PS-Zahlen ein bisschen runtergeschraubt. Das heißt wahrscheinlich, die stellen ihn wahrscheinlich, denke ich mal, ein bisschen fetter. Gehen mit der Zündung anders hin, dass das Ding auf jeden Fall fahrbar wird und nicht hier die ganze Zeit nur... Diesmal gehen wir den Weg mal andersrum. Probieren es einfach mal über den Tuner direkt, dass wir den Motor da hinschicken
und den einstellen lassen. Wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt und wir halten euch dann auch auf dem Laufenden. Wie gesagt, ist mein erster Membranmotor. Bin ich jetzt auch noch nicht so fit. Da gibt es ja allein ein Nadelset mit 12 verschiedenen Nadeln. Also es ist was anderes, wie ein BVF-Vergaser einzustellen, denke ich mal. Wenn man das so mal in den Raum schmeißen kann. Ja. Genau, und deswegen, weil ich einfach nicht die Möglichkeiten habe, das Ding regelmäßig warm zu fahren. Ich will hier nicht mit dem 50er-Davel mit so einem Motor rumfahren. Hat für mich keinen Sinn und Zweck. Deswegen lasse ich den Motor einstellen, bringe das Ding dann mit dem Transporter zum TÜV, lasse es abnehmen und dann kann man immer noch fein justieren, wenn man Lust drauf hat. Dann kann man ja fahren. Aber ich denke mal, wenn ich den einstellen lasse, dass das Ding auch... Das ist ein offizieller Service, der ist auf der Homepage auch, kann man genau. Sich buchen. Man kann da dazu schreiben, willst du, sollen die das letzte PS rauskitzeln oder sollen die das Ding fahrbar, haltbar und sowas einstellen? Und der soll eben, der ist jetzt so mager eingestellt, dass der halt wirklich jedes letzte halbe PS rausholt. Mhm. Weil der Vorbesitzer das eben, der hat im Nichts gewohnt, wenn man das so sagen kann. Und da wollte er schnell von A nach B. Und der ist einfach nur so, das war ein reines Spaßmoped bei dem. Deswegen habe ich das Teil auch genommen und komplett nochmal aufgebaut, eben alles mit TÜV-Gutachten gemacht, was eben da eben nicht so viel dran war. Mal ungefähr eine Zahl. Magst du rausrücken, wie viel du reingesteckt hast nochmal? Was jetzt hier steht? Mhm. 7,5, 8, 8,5. Zusätzlich? Nee, alles. Also mit Moped. Inklusive Kaufpreis. Moped. Muss man sagen, das Moped war recht günstig. Für das, was dran war, war es gut, ja. Ich kaufe ja normalerweise auch keinen Motor, wo ich sage, hey, das ist oder einen gebrauchten Motor. Aber ich habe bei dem von MSG, also du hast schon einen gebrauchten gekauft, wenn ich dich erinnern darf, ne? Den 90er. Ja, der läuft ja. Da haben wir auch schon Mängel festgestellt. Aber ich meine jetzt in so einer Dimension, was einen Motor angeht, weil das sind hier, was hier steht, das sind einmal 2.000, 5.000, 3.000 Euro, mhm. Was der Motorwert ist. Und der ist komplett gebaut von MSG. Mhm. Also den hat kein irgendjemand zusammengeschustert, sondern den hat MSG bearbeitet und diesen kompletten Motor gebaut. Man sieht hier auch noch die Farbe in den Schrauben, was so Firmen ja immer reintupfen. Mhm. Weiß man ja, dass die eben Garantie wird, dass du den selber nicht aufmachst und sowas. Mhm. Und da habe ich eben eine Rechnung dazu, zu dem Motor. Ich weiß, dass der nicht alt ist, dass der noch nicht viel gelaufen hat. Deswegen habe ich das Moped auch so gekauft, weil ich wusste, dass der Motor wenigstens, alles andere ist machbar, aber der Motor muss halt wenigstens passen. Und es waren Papiere dabei, deswegen gehe ich das Projekt jetzt mal an. Sehr schön. Ich habe ein Vergleichsgutachten von einem Kumpel von mir, der hat eben das alles schon mal durch und dem mache ich das jetzt so quasi nach. Kann man sagen. Cool. Das ist auch ein 110er Membraner bei dem eingetragen. Weil viele wahrscheinlich sagen werden, TÜV mit einem Membranmotor, keine Chance. Ja. Eigentlich kommt es auf die PS-Zahl an, ob der jetzt eine Membransteuerung hat oder nicht. 15 PS sind 15 PS. Ja. Genau. So, jetzt haben wir euch mal darüber ins Bild gesetzt, wie es jetzt hier ausschaut. Mit dem hier gibt es auch noch was. Ist natürlich dann noch einen Endschalldämpfer mit E-Nummer. Mit E-Nummer? Zu sehen. E13, okay. Ja, der kommt halt dann auch noch mit dran. Das ist bloß so eine kleine Zusatzhalterung, dass das Ding hinten nicht so rum vibriert. Eiert. So rum, so. So kommt er ran. Ja. Oh, so ist etwa. Und zwar von der anderen Seite. Ja. Ja, so. Irgendwo drüben. Genau. Tankdeckel ist noch unterwegs. Mhm. Benzinhahn ist momentan leider nicht lieferbar. Auch CNC gefräst? Da soll der CNC gefräste von Sachsen Moped dran, ist aber seit Ach und Jahr nicht lieferbar. Da warte ich halt jetzt noch drauf. Tankdeckel habe ich eine limitierte Auflage von Stolen CNC ergattern können im Vorverkauf. Mhm. Der ist auf 100 Stück limitiert.
Ist halt auch aus dem vollen CNC gefräst. Aber der wird am 5. Oktober, glaube ich, verschickt. Da haben die ihre Phase vorbei und die haben da, ich glaube, sämtliche Farben eloxiert, blau, rot, und die sind alle, jede Farbe ist auf 100 Stück quasi limitiert. Okay, hast Limited Edition dann sogar noch dran an dem Moped. Oh. Sitzbank kann ich euch leider gar nicht sagen, wo die her ist. Ich weiß es nicht. Die war schon drauf. Sind wir soweit durch, haben wir alles erzählt. Wer klopft jetzt schon wieder am Fenster? Thomas. Thomas ist da. Thomas ist da. Thomas ist da. Hi. Grüße Thomas. Genau, wir sind gerade fertig mit dem Moped. Abspannen, seid ihr genau richtig? Hervorragend. Du bist genau richtig. Ja, abspannen. Ja, ist jetzt mal Stand der Dinge. Wenn es noch weitere Fragen gibt, wisst ihr ja, wo ihr euch melden müsst. Unten reinschreiben. Es wird dann alles an mich weitergeleitet. Ich kann vieles beantworten, wenn irgendwas sein sollte. Genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann ich bin... Was? Abo-Button? Lass mal einen Daumen, Daumen hoch. Ja, 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 erstmal ganz, Daumen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Genau. Dann Abo-Button. Glocke. Glocke. Na, mhm. Glocke. Ja. Und Daumen. Daumen. Genau. Es wird noch. Es wird noch. Die wissen, was ich meine. Genau. Also abonnieren, dann seht ihr, wie es weitergeht beim nächsten Mal mit diesem Moped hier. Da ist ja noch einiges zu tun. Und dann gibt es wahrscheinlich auch dann hübsch mal ein paar Ausfahrten und ein paar Straßenberichte dazu. Es gibt dann vielleicht mal ein Video, wie der TÜV so war. Wieder, ja, TÜV ist ganz wichtig. Weil es gibt so, so viele Stimmen, die immer sagen, nee, sowas kriegst du nicht durch den TÜV und das kannst du vergessen. Und nee, so ein Moped und dann wirst du trotzdem wieder stillgelegt. Nein, wir denken, wir kriegen das durch den TÜV. Weil es auch schon Referenzen gibt, die auch mit so einem Moped fahren und das auch durch den TÜV gekriegt haben. Und wir wollen euch zeigen, dass es doch geht. Genau. Und wie es geht vor allen Dingen. Weil ihr sollt das ja auch nachmachen können. Und nicht dieselben Fehler machen müssen, wie wir stellenweise machen. Und dann dreimal, viermal, fünfmal kaufen und immer wieder ja, ausbessern müssen, nachbessern müssen, um festzustellen, ja, geht doch nicht anders. Genau. Alles klar. Dann deswegen wünsche ich lasst uns die Fehler machen. Genau, lasst oder uns die in dem Fehler Fall machen. Mich. Ja. Für uns waren die auch teuer. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.